Herzlich willkommen zu einem Inokuni Let's Play. Ich bin Rektalin, ihr schaut Weplay Games for You. Und wir sind wohl in der Seelenfalle. Das finden wir jetzt raus. Nicht, dass wir uns Shada jetzt schon stellen müssen. Alleine. Doch, Tatsache, ist das sein Thron, oder nicht? Genau. Der da wäre. Nee. Ach so, okay. Hab schon gedacht, die wollen den umbringen. So hast du keinen. Wie geht denn das? Das wird diese Pia sein. Sie hat einen Zeitsprung gemacht, oder was? Nee. Sondern? Nur die Erinnerung, okay. Oh, also können wir sie gar nicht retten. Wieso sollen wir das besser wissen? Nein. Anata wa watashi ga mamoru kara. Aber wir sind Shada, alles klar, ich verstehe. Deine Mama ist diese, Alice. Ja. Oha, hab ich. Ah, Pia wird es sein, nehme ich mal an, die ist jung. Müssen wir jetzt durch, Oliver. Harter Tobak. Tja, das würdest du gern wissen. Zu lange.
Ja, wohin denn? Ja, wie spielen wir Esther? Ja, wir sind's. Genau. Nicht die Hoffnung verlieren, Mann. Was denn? Die sterben. Ach du Scheiße, der ist wieder da. Ja, ich? Ja. Haben wir auch nicht. Nein, Mann, ich brauch's gar nicht erst versuchen. Könnte nicht zaubern und nix.全部無駄だったの?母さんはもう。誰?ガンシュン、セルフィッシュ的。ココル。なんでこんなところにいるの?あのね。ココルはね、どこでも行くの。え?言ったでしょ?オリバーのこと。心はいつも見てるよ。僕、母さん助けられなかったんだ。今までずっと頑張ってきたのに。 全部無駄だったんだ。ううん。無駄じゃないよ。え?オリバーはみんなに贈り物をしたの。あのね。オリバー、お目目閉じて聞いててね。うん。おいおい、そんなに気合出すなよ。俺の仕事が減っちまうだろ?今の俺は絶好調だからな。あの時とは一味も二味も違うのさ。思えば、あれからこの国も変わったよな。 あの王様すらやる気に満ちてるんだぜ。だよな。変わった変わった。全部あの少年が来てからだよな。この人たちはコロネールの。オリバーがね、最初に助けた人、心を上げた人だよ。心を。うん。でね。聞いて。何?チューベルのやつがまた悪さしたか。 早速ミーの手で凝らし。おはよう、レイラーマさん。聞いて。今朝はパパが朝ごはん作ってくれたの。それ。いいのよ。持っておいき。宮殿にある食べ物はみんなのものだからね。私なら少しぐらい食べなくても。ええ、カジュニア。妖精に必要なんはなんかわかるか?はい、そこの地に。何?チャウで。笑いや。 妖精が可愛らしいんは人間ら笑いに導くためのやな。確かにオリバーの魔力は発展途上で、私たちに比べればまだまだ未熟ですが、信じたいんです。彼の特別な力。ブール遅いぞ。僕より黙ってんじゃないか。あ、ちょっと引っ張るな。いいか、てめえら。始皇帝団再始動だ。国なんて関係ねえ。ジャボーの野郎に好きにさせてんじゃねえぞ。皆さん 大丈夫。この町には私がいます。ジャボーの脅威から守ってみせます。必ず。で、エンジンの構造がこうだからって。ああ、頭痛くなってきた。まったくもう、触ってみりゃ一発なのにな。人々の心を譲り受け、与えるもの。悲しみの世を救うべし。あなたのことよ。 あなたのおかげでみんなが救われたの。みんなの心が救われたの。母さん嬉しいのよ、オリバー。
ね。みんな、オリバーがくれた贈り物のおかげなんだよ。僕がみんなをありがとう、ココル。うん、いいよ。僕、行かなきゃ。みんなのところに行かなきゃ。Wer ist die überhaupt? うん。オリバー、これがね、オリバーの心の力なんだよ。Oha, die wahre Macht. Morgenstern. Monotarinaitisne! Das ist das, was ich da bin. Mit so einer Kaiser. Tauber in der Gigawa, wo sie mein Tisch. So, wo sie mein da? Nani? Oliver! Gladio! Oh, mein, Mina! Was ist das? Oliver! Schickungsschissen,Zeig mal, Asuka. Jairo. Hitotsu ni shiyou yo. Okutachi no kokoro no chikara o. So. Probieren wir mal Morgenstern aus. Das ist ja heftig. Höllenlärm ist was Neues. Haben wir geblockt. Jan, Hexenklauen. Zauber raushauen. Wahrscheinlich der einzige Zauber, mit dem man den Schatter auch besiegen kann. Bombe war jetzt nicht so besonders. Oh Mann. Hexentau. Auch aber ein bisschen, bis er gecastet ist. Natürlich haben sie sich Sorgen gemacht. Na, dann erzähl mal die traurige Wahrheit. Ja, offensichtlich. Und deswegen haben wir auch keinen Seelenverwandten. Oder doch vielleicht. Ich traue mich noch nicht, das zu sagen.
Denn ich vermute immer noch, dass Shada Oliver ist. Schon. Ja. Könnte natürlich auch sein, im japanischen Original, wie wir in der Zwischensequenz gehört haben, heißt Pia ja Koko, aka Herz. Vielleicht ist es auch einfach nur das Herz von Oliver. Weil der wahre Zauber ist ja als auch nur aus dem Herzen von Oliver heraus entstanden. Klar. So. Nur nicht jetzt. Eigentlich haben wir da. Doch schon einiges verbraucht gehabt. Vielleicht auch noch mal eine Runde schaffen. Das glaube ich dir. Kann ganz schön gemein spielen unter Umständen. Versucht dann regelmäßig auszutricksen und dergleichen. So, zum Vorgehen. Ich nehme den Bischof alleine. Mach die beiden Stacks hier relativ stark. Setzt den König, der in der Regel immer gewinnt, noch mit einer 4 zusammen, dass falls König gegen König gehen sollte, wir trotzdem gewinnen, weil wir wahrscheinlich ein höheres Blatt haben. Und die ersten beiden sind im Grunde genommen so die Loser-Stacks. Sie tendiert so Kombos und dergleichen eher im linken Bereich, in den ersten beiden Stacks zu verstecken. Mir aufgefallen. Sie hat da teilweise, was so Kombos angeht, mit Jokern und dergleichen schon einiges auf dem. Aber wie gesagt, in der Regel sind ihre gefährlichen Karten auf der linken Seite, das kann ich schon mal sagen. Wichtig ist auch, dass ihr immer schaut, dass ihr eure Wette gewinnt und sie aber ihre Wette nicht. Weil wenn ihr eure Wette gewinnt, dann bekommt ihr die Hälfte eures Einsatzes, der im Moment dort bei Einsatz steht, nochmal drauf. Sollte sie gewinnen, kriegt ihr die Hälfte weg. Und dadurch, dass ihr ja nur 6 Runden spielen könnt, müsst ihr quasi immer eure gewinnen. Es reicht doch, wenn ihr sie nicht gewinnt, davon abgesehen. Aber solltet ihr nach Möglichkeit immer eure gewinnen, sie ihre nicht. Einfach auch aufgrund dessen, um den maximalen Gewinn in der Runde rauszuholen. Nicht gewettet. Fängt auch an.
Horn. Der große Stack, der macht mir Sorgen. Da können durchaus mal 40 Punkte drunter stecken. Oder irgendwelche verrückten Wechselkombos. Die Runde haben wir auch geschafft. Und auch unsere Wette gewonnen. Also im Moment läuft es ideal. Man muss halt gucken auch, es ist immer so eine Sache, natürlich kann man zwischendurch auch immer mal wieder verlieren. Aber im Großen und Ganzen solltet ihr mit der Methode auf der Gewinnerstraße bleiben. Weil die, auch wenn ihr mal ein bisschen mehr Zeit investiert. Ich habe ja teilweise jetzt auch offscreen hier gespielt. So eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und ihr habt ungefähr so eine millionische Tors hinter durchaus drin. Das ärgert mich gerade ein bisschen, dass wir da den König. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir irgendwie ohne den König kommen. Geht sie nicht gegen den König? Doch, macht sie. Jetzt können wir die Hälfte weggenommen. AKA 3000 haben wir nur noch. Egal. Trotzdem noch ein guter Schnitt. Wird jetzt verdreifacht. Auch wenn das so aussieht, dass ich immer bewusst das Risiko eingehe, dass die ersten beiden Stacks schlechtesten sind. Ich habe auch schon oft, gerade wenn da im ersten Stack oder so ein Bischof drin ist, durch diese Karten gewonnen. Oder eine 4 kann auch gerne mal, wenn es drauf ankommt, eine 3 natürlich schlagen oder eine 2. Das habe ich schon öfter gesehen alles. Wieder. Gleichstand. Wichtig ist, ihr müsst ja 3 Runden gewinnen. Sollte es so sein, dass ihr 2 gewinnt, sie 2 gewinnt und die letzte ist ein Putt, dann habt ihr trotzdem verloren. So, das ist jetzt eine Combo gewesen, wo sie quasi den Kürzeren gezogen hat. Dadurch, dass sie den Joker hatte, wurde das Blatt gewechselt. König bedeutet Instant Win. Also hat sie uns den Sieg quasi über dieses Blatt geschenkt. Hier ebenfalls. Was hast du verloren? 5. Runde. Katze. Zwei Könige ist eine ganz gute Ausgabe. Mag nicht, dass sie da hinten den großen Stack jetzt gemacht hat. Nicht, dass sie versucht, uns wieder. Aber gut, dass wir da noch die 3 hingesetzt haben. Und das ist aber auch das, was ich gemeint habe, so dass die ersten, die Loser-Stacks in Anführungszeichen, gar nicht unbedingt die Loser-Stacks sind, sondern durchaus was können. Na, das reicht auch. Haben wir auch die 5. Runde gewonnen. Verdreifacht. Wette haben wir auch gewonnen. Ich würde immer so empfehlen, dass ihr die Wette nach Möglichkeit in der zweiten, im zweiten Zug von euch dann realisiert. Damit ihr die auf jeden Fall noch bekommt. Weil wenn sie als letzte am Zug ist, dass es dann unter Umständen dazu führen kann natürlich, dass
sie dann einen Stack auswählt, der nicht die Wette ist. Weil sie will ja natürlich auch nicht, dass sie so viel Geld verliert. Was ja irgendwo auch verständlich ist. So. Letzte Runde. Jetzt kommt es drauf an, alles oder nichts. Die wird gewinnen. Die führt. Bischof war es, okay. Hättest du unseren König genommen, hätten wir Pech gehabt. Aber so ist es noch. Und gleichzeitig hat sie aber auch ihre Wette verloren. Das heißt, wir sind von daher safe. Wir haben jetzt unsere Wette gewonnen. Wird nochmal verdoppelt. So, weil sie Hälfte draufgeschlagen. So. Uha. Jetzt hat sie unser gutes Blatt ausgekontert. Müssen wir gucken. Jetzt schicken wir hier mit dem Wechselblatt unsere 6 gegen den Stack. Ich gehe davon aus, dass der ihren Stack mindestens 11 Punkte gibt. 12 hat sie getauscht. Sie hat 6, wir haben 12. Wir haben gewonnen. 3 Siege hintereinander. Heißt, wir haben die Kampagne auch gewonnen und damit die komplette Schlacht. Oder das Scharmützel. Es wird nochmal verdreifacht. Was haben wir? 1,3 Millionen Jetons. Besser kann es nicht laufen. Damit kann man jetzt natürlich wieder ordentlich einkaufen. Man kann es in echtes Geld umtauschen, indem man den Umweg geht über den Waffenkauf, der hier zur Verfügung steht. Ja, na, das machen wir jetzt auch mal. Und mal bis auf 50 wieder hoch. Weil alle LP und MP wieder hochbekommen. Ich denke, für den Endkampf ist es auch eine praktische Investition. ...70 drauf. Oder eigentlich müssten 60 auch reichen. So, müssen wir es gar nicht. Dann machen wir doch 70. Okay. Also das heißt im Grunde genommen, Casino locker ausgehebelt. So wirklich Verlust kannst du hier nicht machen und kannst auch alles kaufen, was du willst. Ich meine, ihr habt es ja selber jetzt schon oft genug gesehen. Für einmal diese Waffe gibt es 2500 beim Händler. Ein guter Preis. Wenn man jetzt natürlich rein vom Wechselkurs ausgehen würde von den Jetons, ist es dann wiederum nicht so gut. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben damals, wie viel haben wir eingesetzt? Wir haben vielleicht allerhöchstens 1000 Gulden oder so investiert. Und aus den 1000 Gulden haben wir, keine Ahnung, Off-Screen auch mit 3 Millionen Jetons oder so zwischenzeitlich mal wieder gemacht. Ja, das ist, keine Ahnung, wenn ihr 10.000 Gulden habt, dann solltet ihr euch schon echt blöd anstellen, dass ihr Scharmützel da nicht, oder quasi ihr durch Scharmützel arm werden würdet. Weil ihr könnt nur 200 einsetzen, es geht nicht mehr. Wenn die 200 weg sind oder ihr verliert, dann ist die Runde halt zu Ende. Also von daher, Scharmützel ohne Quatsch, das ist das Beste, was ihr machen könnt. Kaufen wir mal bis 400 runter, würde ich sagen. Das Gute ist, ihr könnt es auch am Stück dann verkaufen. Ihr könnt es zwar nicht am Stück kaufen, aber am Stück verkaufen. Da kaufen wir es mal bis 300.000. In Folge nehme ich noch. Hab ich gesehen, bei 500.000 Gulden. Thank you.
habt ihr ausgesorgt. Sobald ihr jedes Casino habt, Geld im Überfluss. So, wie gesagt, 300.000. Zurück. Und setzen das gleich mal in echtes Gold um, beziehungsweise in Gulden um. Gibt es hier keine Inflation oder sowas? Gehen wir dann gleich wieder Richtung Wald. Händler. Kaufen. 320 haben wir jetzt. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Was ist das hier? Nee, hier haben wir es doch. Nee, 2900 gibt es. So. Verkaufen. Ja. Ja, dann haben wir 500.000 Gulden. Gulden über Gulden. Trophy gab es auch. Wie gesagt, immer ab zum Casino. Machen wir hier aber auch Schluss für die Folge. Bedanke mich wie immer. Was ist denn das? Riegel Feenschokolade. Ich bedanke mich aber wie immer fürs Zusehen. Euer Rektalin für WePlay Games for You. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.